Wir waren vor Ort, Warnungen im Wald, hohe Strafen für Klimakleber. Aktuell findet das Digital Festival in Nürnberg statt, wo Experten, Kreative und Technologiebegeisterte aus aller Welt zusammenkommen, um die neuesten Innovationen und Trends der digitalen Welt zu präsentieren. Das Festival bietet eine inspirierende Plattform für Vorträge, interaktiven Workshops und spannende Diskussionen, die die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft gestalten werden. Tauchen Sie ein in diese aufregende Veranstaltung und entdecken Sie die Innovationen und Ideen, die unsere digitale Zukunft prägen werden. Das Festival läuft noch bis zum 13.07.2023. Aktuell findet das Digital Stuttgart reagiert. So, Stuttgart reagiert auf zunehmende Klimaproteste und plant als erste deutsche Stadt dauerhaft gegen die Protestaktionen vorzugehen, bei denen sich Personen an Straßen festkleben, festketten oder einbetonieren. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, den Verkehr in der Stadt aufrecht zu erhalten und die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu minimieren, während gleichzeitig Raum für den friedlichen Austausch von Meinungen und Ideen geschaffen wird. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit aktuell und hohe Temperaturen besteht aktuell wieder der erhöhten Waldbrandgefahr. Es ist daher besonders wichtig, verantwortungsvoll mit offenem Feuer und Rauchen im Wald umzugehen und jegliche Art von unnötigem Funkenflug zu vermeiden. Das waren die News der Woche dieser Woche. Habt eine schöne Woche, wir sehen uns in einer Woche. Schönen Tag, tschüss.